Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Der neuen Folge von... Es hat anscheinend so lange gedauert seit dem letzten Mal, dass die Stimme sich doch verpisst hat. Naja, also das sage ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was passiert eigentlich, wenn? Ja, was passiert eigentlich, wenn man ein leidenschaftlicher Fußballfan ist, so wie ich? Und man sieht das Fußballspiel daheim und es ist eine ungerechtfertigte Situation und man wirft etwas gegen den Fernseher. So, da haben wir uns besorgt, hier, bam, einen alten Fernseher. Und was passiert also, wenn man da locker dagegen tritt? Er kippt um. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nein, natürlich nicht. Wir haben nämlich, ich habe da mal was vorbereitet, einen alten Röhrenfernseher und haben einige Sachen, die wir dann ausprobieren werden, was passiert, wenn man das da drauf wirft. Aber vorher haben wir ja noch den kleinen, da probieren wir das genauso. Bierflasch, aber wie gesagt, Sicherheit, abgedeckt, Mützorg, Schutzgläser und ja, Handschuh. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Der Bildschirm immer noch heil, ich habe ihn ja nicht gescheit getroffen, also auf ein neues. Je länger das Spiel geht, desto schärfer war nach die Sache. Jetzt eine Flasche Behrensen. Okay, ein Volltreffer, aber dann wären wir jetzt sportlich und kommen zum Hammerwurf. Also, das bauen wir den immer so ein bisschen außen, oder? So sieht also ein TFT-Flachbildschirm von innen aus. Das war noch mein Gute. Oh. Das war Moment, darum stand der im Karton. Ja. Oh, naja. Mensch, der ist doch noch gut. Fröhliche Weihnachten. So, aber das war jetzt ja erst das liebevolle Vorspiel zu dem, was jetzt kommt. Denn jetzt muss die Röhre drauf laufen. Ich bin etwas aufgeregt. Wir geben uns jetzt sofort der härtere Sache hier, eine Flasche Sekt. Okay, das war schon wohl ein Volltreffer. Da dampft es drauf. Die Flasche ist noch ganz, oder? Also ich bin selber überrascht. Sektflasche 1, Fernseher 0. Mal gucken, ob es das 2 zu 0 schafft. Oh. Wow. Oh, fuck. Rechts im Rahmen getroffen und voll. Hier haben wir jetzt diese, wow,
diese Scheibe. Seht ihr das, wie dick die ist? Also die ist mindestens 1,5 cm dick. Und hinten drauf so Beschichtung, was auch immer das ist. Ich bin ja kein Fernsehtechniker, ich bin eher der, wo es zerlegt. Und man kann sie abreiben und dann ist der Spaß komplett durchsichtig. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar erstaunt, dass dieser Fernseher hier nicht einmal eine Flasche Sekt aushebt. Früher war doch nicht alles besser gebaut, ne? Sah sehr cool aus, sehr faszinierend, finde ich. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Wow. Fadi, es tut mir wirklich leid mit deinem Bildschirm. Also hier, wir haben probiert es zu kleben. Ich hoffe, dass das jetzt immer noch funktioniert. Also, ich mach doch auch nicht viel aus. Der macht sich doch auch so ganz hübsch. Und ich möchte erwähnen, wir sind hier an einem öffentlichen Platz, aber wie ihr seht, haben wir eine Plane aufgespannt. Wir haben auch Schaufel und Besen und alles dabei. Wir werden dann noch komplett Ordnung machen. Nicht, dass es da heißt, oh, wir haben Umwelt verschmutzt und fahren einfach weg. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal und dann heißt es auch dann wieder... Was passiert eigentlich, wenn? Er ist aufgetaucht. Wuhu! TV party tonight.